Lieber Deutschland, Wetter zu noch einem kurzen Unwetter-Update. Heute mal keine morgendliche Wettervorhersage, aber dafür gibt es jetzt hier eine andere Wettervorhersage. In diesem Video schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer auf das Wetter und die Unwetter morgen und übermorgen, und zwar das heute Nachmittag jetzt. Als allererstes schauen wir mal auf den morgigen Donnerstagabend. Und da würde es im Westen, Nordwesten und Südwesten schon erste, teils heftige Gewitter geben. Das nach jetzigem Stand im Osten kommt da noch nichts an. Und wenn wir dann jetzt gleich nach Frankreich schauen, dort würden dann nochmal neue Gewitter- und Unwettercluster reinkommen. Dazu haben wir folgende K-Werte, hier jetzt nochmal gut zu erkennen. Für einen treuen Zuschauer hier, oder was man sagt auch immer, er ist glaube ich nicht zu treu. Der sagt, gleich die Windscherung sind die Cape-Werte und die Cape-Werte die Windscherung. Aber das hier sind die Cape-Werte, steht extra sogar für Doofe nochmal oben drüber, und dann hätten wir im Süden die höchsten Cape-Werte mit bis zu 2000 Kilojoule. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Windscherung. Hier, Bulktier, Windscherung. Und da sehen wir dann mal im Westen mit diesen Pfeilen auch deutlich erhöhte Windscherungswerte. Mit diesen lilanen Farben auch gut zu erkennen. Lieber Zuschauer, das sind nicht die Cape-Werte, das sind die Windscherungswerte. Dann schauen wir jetzt nochmal auf die Superzellengefahr, und die wäre wie folgt: im Süden und dann auch noch vom Westen ausgehend nochmal leicht erhöht und vor allem in Frankreich und in den Niederlanden deutlich erhöhte Cape-Werte. Die kommen dann nach NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und den Rest Deutschlands rein. Als nächstes schauen wir jetzt mal auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und dann würden dann vom Westen teils heftige Gewitter aufkommen, örtlich mit Unwettergefahr. Tornado ist auch nicht auszuschließen und einzelne Superzellen bei Nacht ebenfalls wegen der hohen Windscherung nicht auszuschließen. Schauen wir jetzt mal auf den Freitags tagsüber. Und dann haben wir folgendes Wetter. Und da sehen wir doch wie folgt, dass wir einmal vom Westen, Südwesten bis in den Osten teils heftige Gewitter haben können. Aber auch weiter im Westen Richtung Niederrhein könnten sich noch ein paar heftige Gewitter und Unwetter bilden. Das sehen wir gleich an den Cape-Werten. Schauen wir jetzt mal auf das Ganze nach dem Icon-Modell. Und dieses Modell rechnete die Gewitter etwas weiter nordwestlich. So würde es dann einmal von Baden-Württemberg bis nach NRW und nach Sachsen und dann noch Teile Bayerns zu teils heftigen Gewittern und Unwettern kommen. Mit ja teilweise sehr großer Unwettergefahr. Sonst aber auch in der Mitte gäbe es teilweise heftige Gewitter. Die Cape-Werte nach Mike-Modell zum Anfang jetzt mal. Da sehen wir am Freitag nicht besonders hohe Cape-Werte, meistens 200 bis 600 Kilojoule. Und das ist gar nicht so hoch. Da müssen wir nach dem Icon-Modell mal ein bisschen genauer drauf schauen in den nächsten Videos, was denn da jetzt so kommen kann oder wird. Die höchsten Cape-Werte hier nämlich eher Richtung Schweiz. In Richtung Österreich. Schauen wir jetzt mal auf die Cape-Werte nach dem GFS-Modell. Es berechnet einmal von NRW bis nach Bayern die höchsten Cape-Werte mit bis zu 1500 Kilojoule. Wie gesagt, das sind die Cape-Werte, nicht die Karte, die jetzt als nächstes kommt. Denn die Karte, die jetzt als nächstes kommt, ja, das ist die Windscherung, die wir uns jetzt noch anschauen. Und da sehen wir doch wie folgt: hätten wir dann vor allem in NRW und Rheinland-Pfalz und Teile Baden-Württembergs die höchste Windscherung und natürlich auch noch in Frankreich, Belgien und den Niederlanden hätten wir auch die höchste Windscherung. Schauen wir jetzt als nächstes noch auf die Superzellengefahr, denn die ist doch auch deutlich erhöht. Vor allem einmal von NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen hin, besteht eine ja erhöhte Superzellengefahr für die Entstehung einfach doch heftigerer Superzellengewitter. Das war's mit diesem kurzen Update. Wir sehen uns morgen früh wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Macht's gut. Bis dann. Ciao.